Gustav, ich glaube, das erledigt sich gleich. Warum mache ich die Scheiße eigentlich? So Zucker! Hey, Diggies! Willkommen zu einer neuen Folge von Glabkoch. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Im Hintergrund sind hier ganz viele Kollegen von mir, die haben sich das unbedingt gewünscht, deswegen mache ich die Scheiße jetzt endlich. Ich bin so halb dicht, keine Ahnung. An der Stelle muss ich auch einen Schluck Berliner Luft nehmen, weil sonst geht es ja gar nicht. Genau, also an der Stelle muss ich es tatsächlich sagen. Ganz viele Leute haben sich dieses Video gewünscht. Ich habe endlich gecaved und werde das endlich machen. Genau, was machen wir heute? Wir machen heute keine Spaghetti, das wird es nie wieder geben, das kann ich mittlerweile tatsächlich, deswegen wird es nicht mehr lustig sein, weil ich muss ja irgendwie verkacken. Also haben wir was genommen, was ich noch nie selbst gemacht habe, sondern bis jetzt nur mit Mama. Mom, jetzt das Video, ja, хочу извиняться, но так получилось, не знаю. Okay, also wir machen Blinchiki. Blinchiki sind kleine, dünne Pfannkuchen auf russische Art. Kann man so falten, dann kann man so Marmelade drauf machen, alles mögliche drauf machen. Die sind ganz nice. Leider, wie gesagt, das Problem, ich habe die noch nie selber gemacht und das ist, glaube ich, auch ein anderes Rezept, als was ich mit meiner Mutter gemacht habe. Das wird sehr interessant, zumindest. Also das ist so das Basis. Also, ich habe keine Schüssel, heißt, ich muss diesen Topf verwenden, um Eier und so einen Scheiß zu schlagen. Das wird geil. Ich habe keine gute Suppenkelle, um das in die Pfanne zu gießen. Deswegen werde ich das hier benutzen und dann eine kleinere Pfanne, weil sonst wird es komplett kaputt gehen. Ansonsten, es liegen ganz viele Zutaten hier. Ich werde ungefähr 75 Mal aufs Handy gucken während des ganzen Drehs. Es wird alles rausgeschnitten, es sei denn, ich bin zu faul. Halt's Maul! Du hast aber recht. Ja, würde ich mal sagen, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, tatsächlich mal anzufangen, irgendwas in die Topf zu hauen. In die Topf, genau, ich kann Deutsch sprechen. Genau, ich habe es noch nicht gesagt, obwohl ich es schon gesagt habe. Ich bin zu dicht. Nee. Prost! Prost! Genau, wir beginnen damit, ein paar Eier in die, ich wollte gerade Pfanne sagen, das ist keine Pfanne, zu hauen. By the way, man hat es eventuell bemerkt, ich bin nicht bei mir zu Hause. Ist ja krass, ne? Ich bin gerade in der Nähe von Berlin, ich bin in Brandenburg, in irgendeinem Resort. Details gibt es in der Beschreibung oder so, wenn ich nichts vor bin. Okay. Ballett. So geil. Ach ja, Mom, wenn du Schimpfwörter hörst, entschuldige. Mehr kann ich auch nicht sagen. Ei Nummer 2, hoffentlich kommt diesmal keine Schale dabei. Sieh rein, oha. Ich sollte Rapper werden. Bin ich seitdem schon. Da juckt, war jung, warum verkacke ich das denn schon jetzt schon, Alter? Holy shit, ey. Sorry, Mama. Ah ja, sorry. Nee, jetzt werde ich piepen, keine Sorge. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Danke für die Geräusche, Bruder. So. Yo, Bunny. Das hat probiert. Ist ja. Ist das mit Eiern? Also die Eier sind auf jeden Fall in die Pfanne gehauen. Das ist immer noch keine Pfanne, aber wir reden nicht drüber. Jetzt wird mies Zucker reingeballert, damit wir auch alle Diabetes bekommen. Und bei dir? Jetzt schlagen wir das. Ähnlich so wie Männer ihre Frau. Richtig, in einem Topf, denn ich habe keine Schüssel nach wie vor. Hier sind die Eier und der Zucker geschlagen. Es kommt Mehl rein. Einfach Mehl. Leider kein Koks. Das habe ich dieses geile Messgerät, auch genannt Becher. Hallos? Was? Redet ihr über Koks? Ja. Weißt du das? Wer hat hier über Koks geredet? Hallos, habe ich gehört. Wir haben einbauen können in diesem Video, die dann zufällig werden. So, jetzt benutzen wir dieses Gerät, was ich nenne Sieb, aber es ist so groß. Nicht wie ich. Ha, versteht ihr, weil ich bin klein. Diese stumpfen Witze sind immer Teil von meinem Humor, damit wir müssen leben. Wow! Jo! Ja, schief gehen jetzt einfach. Scheiße eigentlich. Muss ich das saugen?
Doch, ich glaube, ich muss das sauber machen. Ja, so ein bisschen. Ich hab nichts gesehen. Also ich spiele zwar Klavier, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen schwierig, muss ich zugeben. Oh Gott! Ist doch ein Must, Alter. Warum ist das nicht so cool? Scheiß, der dreht sich zwar, aber ist egal. Beyblade, Alter. By the way, ich hab mal ein Beyblade-Turnier hochgeladen. Warum sage ich das? Nein. Berlin. Berlin. Oh Gott. So, ungefähr so die Hälfte. Ja, ein bisschen übertrieben, ne? Ist nur ein Drittel. Jetzt ist Mails auf den Tisch gelandet. Fuck, jetzt hab ich's ja gezeigt. Ja, egal. Ich möchte reminden, das ist alles höchst hygienisch. Alles damit einverstanden. Ach du Scheiße, Alter. Gott, verdammt. Ja, echt mal. Maschallah. Doch geil, das Ganze. Ja, wirklich. Ah, nee, ja, wirklich. So, kurzer Zwischenstand. Das Ganze sieht jetzt so aus. Sieht man das? Sieht man das? Sieht man das? Sieht man das? Oh ja, das sieht man wirklich. So, was? Ich werde noch weiterhin dieses. Ja. 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 Als nächstes kommt ein bisschen Milch rein. Пойдет, пойдет. Как я. Halt's Maul! Ich hab nicht mit euch geredet. Halt dein Maul, Lena. Also Dicker, wenn das 200 Milliliter sind, dann weiß ich ja auch nicht. Essen müssen die es nicht. Nee, ja, okay, ich auch. Ja, komm, komm. Guck mal, Spaghetti hab ich auch verkackt. Es wird schon fit gehen. Safe! Lauf erstmal einen Schluck Berliner Luft. Lust. Ich habe kein gutes Handtuch. So, jetzt ist das weiße Zeug drin, jetzt kommt mehr weißes Zeug drin. I promise, das ist kein Koks. Das ist eigentlich schade, ich würde gern Koks nehmen, aber das sollte ich, glaube ich, nicht auf YouTube sagen. Ich bin nicht Moneyboy. Der Boy, der G, sick wie Leukämie. Und ich stecke jetzt mit AIDS diese Hater an. Bin am Ballen ähnlich so wie ein Laker, Mann. Guck mal, ich sip dieses Berliner Luft mit dem Berliner Luftgetränk und diese Berliner Luft schwimmt im Becher so wie ein Swim-Team. Du Penner. Du Penner. Ich glaube, ich bin ein Nuckensohn. Das war die 200 Gramm Mehlstelle. Bitte schneide das richtig, du Hurensohn. Es läuft. Ich muss gerade anmerken, wie unglaublich spannend das ist, dass ich einfach diesen Teig schlage. Ist ja krass. Das ist ja nicht mein Teig. Wie hat man das Scheiße? Sieht man das denn? Das Zeug, was ich hier gerade schlage, das gieße ich gleich in die Pfanne. Teig? Ja. Ist ja auch egal. Scheiße! Nein! Mein T-Shirt ist jetzt voller Mehl. Ich hab Salz vergessen. Fuck. Scheiße, Alter. Nein, nein! Nein, nein, nein! Heißes Wasser brauche ich ja noch. LOL! Das ist ja LOL. LOL. Imagine, ich brauche einfach heißes Wasser. Krass, dass ich einfach einen Wasserkocher dabei habe. Ist ja wild. So, während der Wasserkocher jetzt läuft, wird es fucking laut wahrscheinlich. Deswegen, wir sehen uns in 2-3 Minuten. Wie lange braucht Wasser zum Kochen? Ich möchte anmerken, dass ich schon 25 Minuten Aufnahmezeit habe. Ich hab noch nicht mal den Teig fertig. Ach du Scheiße. Auf den Schock. Erstmal einen Shot Berliner Luft. By the way, wenn ihr euch fragt, warum das in der Tasse ist. Ich war's vor allem. Ich will nur so weitermachen, nur so passt alles fertig. Ich hab keinen Bock. Da
Das waren, by the way, Tutti Frutti Haribos. Weil, sorge, ich nehme keine Drogen, außer Alkohol. In dem Sinne. Und da ist sie mit der Krücke oder so aufs Gaspedal gekommen und die platt gefahren. So. Nicht 1000 Fragen verkaufen, können wir mal 500. Okay. Hat er ihr mal ein- und aussteigen geholfen? Oder ein- oder aussteigen geholfen? Ja. Ist er gefahren in dem Auto? War er der Fahrer? Nein. So, das sind wir wieder. Das Wasser ist fertig gekocht. Jetzt werde ich ein bisschen Salz in die ganze Sache salzen. Was denn auch mal? So, ja, guck mal, das ist Salz. Das ist im Topf jetzt. Das sieht doch super aus. Also eigentlich sieht man das überhaupt nicht, aber das sieht trotzdem super aus. Promise. I promise. Au! Wow! Dieser Moment, wenn du 17.000 IQ hast. Nein, ich hab kein Öl reingetan. Ja, es geht schon fit. Ich meine, im Endeffekt, es ist ein Experiment. Alles geht schief. Ich meine, ihr seid auf dem fucking Kanal Marc Schwäber im Format Glabkoch. Könnt ihr eigentlich erwarten, dass überhaupt irgendwas nach Plan läuft? I doubt it. By the way, viele Leute haben sich gefragt, warum heißt eigentlich mein Kanal Marc Schwäber? Da gibt es eine lustige Geschichte zu. Und zwar war ich 9 oder so. Ich habe mir einen YouTube-Kanal erstellt und ich dachte mir so, wie nenne ich den? Ich kann ja irgendwie nicht meinen echten Namen verwenden, oder? Das wäre doof, glaube ich. Nee, das wäre doof. Deswegen dachte ich mir einfach, okay, jetzt einen geilen Namen. Einen Künstlernamen dazu. Dachte ich mir, ja, Marc ist ein nicer Vorname. Okay, jetzt irgendwas Weirdes als Nachname, damit das nicht so fake ist, weißt du? Weil ich hätte mich irgendwie Marc Müller nennen können, Digga. Das wäre ja komplett dicker gewesen. Dicker. Dann habe ich mich Schwäber genannt. Schön mit Umlaut, weil Umlaut kommt nicht so oft vor. Ja, nee, so ist es tatsächlich im Leben. Mein Name ist fake. Ich heiße gar nicht Marc. Tut mir leid, wenn jetzt irgendjemand die Bubble burstet, aber so ist es nun mal im Leben. Nico, falls du das siehst, es tut mir sehr leid. Wenn du das aber sehen solltest, dann weiß ich echt nicht, was du noch hier machst, Junge. Warum tust du dir das überhaupt an, Alter? Es tut mir so leid. Wirklich, ohne Scheiß. Also wirklich. 3 Esslöffel Oil. Kommen dir erstmal die Amerikaner vorbei. Uno. Los. Wenn jetzt Rapsöl nicht dafür geht, dann habe ich komplett verkackt. So, jetzt machen wir den Herd an. Ich hätte das eigentlich früher machen sollen. Machen an so? Ah, so geht der an. So. Wollt ihr eine Waffe entsorgen? Olga, guck mal, mir gefällt ja dein Kanal. Du hast eigentlich nice Rezepte. Aber wenn hier steht, die Pfanne sollte möglichst heiß sein beim Blinieren machen und es sollte eine Pfanne sein. Da muss ich los, tatsächlich. Da muss ich ganz los. Ich glaube, so testet man nicht, ob eine Pfanne heiß ist. Das habe ich auch im Spaghetti-Video gemacht. Ich habe so in meinen Finger reingesteckt. Bruder, möchte anmerken. Guck mal, beim letzten Video, ich war noch in der Schule. Ich war Abiturient, ich war dumm. Weißt du, dumm, jung, dumm. Ich habe gerade. Ich war noch 17 oder so. War ich 17? Ja, war ich. Guck mal, mittlerweile, ich bin fucking 19. Holy shit, ich studiere schon seit einem Jahr. Alter. Jonas, halt dein Maul. André, Ilja, Felix, halt dein Maul. Ich studiere schon seit einem fucking Jahr, das ist krass. Was soll ich eigentlich gerade sagen? Wollt der Mann zu lange die Luft anhalten? Digga, also, Digga. Bruder. Nein. Ist das ein generell essbarer Vorwurf? Generell essbar? Ja. Essbare Unterwäsche. Von seiner Geliebten. Da bin ich dabei. Ist es ein Obst? Dieser Moment, wenn du die Pfanne viel zu spät angemacht hast und die heiß ist. Was? Ich warte noch so 30 Sekunden. 30. 29, 28, 67. Aber es ist auch.
Versuch Nummer 2. Ich zähle jetzt hoch, weil es einfacher. 1, 2, 18, 19, man kann es kaum glauben, aber 20. 30! So, jetzt kommt der dümmste Teil. Wahrscheinlich auch der Teil, den ich hart verkacken werde. Ich habe sehr Angst, aber im Endeffekt, ich meine, ihr müsst euch ja mal darüber bewusst sein, ich bin auf dem Format, ich bin auf dem Kanal Marc Schweber hier unterwegs, ich drehe gerade das Format Glatt kocht. Also wenn ihr irgendwas Gescheites erwartet, dann tut ihr mir wirklich leid, also nee, also wirklich, ich sterbe gerade. Allein bei dem Gedanken, dass irgendwer mit der Hoffnung in dieses Video gegangen ist, irgendwas Gescheites zu sehen, ich könnte an eurer Stelle einfach weinen gerade. Ich meine, ich könnte auch jetzt einfach weinen. Da ich den Kamerawinkel jetzt nicht wirklich verändern will, ist das jetzt so ein Ding der Dingigkeit, das hier reinzugießen. Wenn ihr das seht, nice. Wenn nicht, habe ich zu viel Berliner Luft getrunken. Geil. Das wird jetzt Omega. Ich sollte eine Teller vorbereiten für mich. Und Gabel oder so. Also vergessen. Na, scheiß drauf. Okay, also wir probieren das Ganze jetzt. Das wird so schief gehen, also wirklich. Ich habe das ein paar Mal bis jetzt gemacht. Meistens mit ein bisschen einer größeren Suppenkelle oder so. Das hat auch gut geklappt eigentlich. Mom, du kannst es bestätigen. Das hat super gut geklappt, ne? Ihr müsst zugeben, dieser Löffel, den könnte man praktisch einfach in die Tonne schmeißen. Tatsächlich ist die Pfanne auch ein bisschen kleiner. Das wird jetzt wirklich wild. Also, Digger. Ich versuche jetzt den ersten Versuch, dass das, also wenn das nicht schief geht, dann bin ich nicht der Papst. Ist das egal? Und derzeit nehme ich ein paar Gabeln raus, weil die werde ich brauchen. Wenn ich meine Finger hier nicht verbrennen sollte, dann frage ich mich, wie ich das geschafft habe. Den Schock erstmal die Werbung. Was für Werbung? Ich treffe einfach Berlin an Luft. Mein Glas ist leer. Ja, ja, nach wie. Ich hab doch ein schönes Oha, das ist besser als jetzt gedacht, lol. Auf die Blinschiki! Oh Gott. Danke, aber der Paruski, bleh. Я рано взял. Блин. Ну, так, что говорят? Все хорошо, без проблем. Мы просто все умрем. Das sagt man nicht, warum sagt das? Also, nächster Versuch. Hat eigentlich tatsächlich ganz gut geklappt. Ich meine, das ist jetzt so die andere Seite. Ich hätte es ein bisschen länger drin lassen können, aber es geht tatsächlich. Zucker! Urlaut! Na, alles gut. Alles gut. Ich hab nichts auf den Herd verschüttet. So was würde ich doch nie tun. Welcher ist die Abzugshaube? Ja, passt. Das funktioniert besser als gedacht, what the fuck? Yes, es funktioniert halt actually. Es ist einfach nicht lustig, wenn ich nicht verkacke. Ich meine, das ist ja schrecklich. Wie soll ich das denn hochladen? Das wird richtig Bock machen, Alter, das zu schneiden. Holy shit, ey. Scheiße, nicht mehr. Hier schon was. Ja, guck mal, Maschat. Ah, Digga. Ah, Tibio, ja, вообще Tibio. Так, все хорошо. Все хорошо, все хорошо. Эй, эй. Was ist kaputt, Alter? Mach's komplett raus. Ja, Mensch. Warum funktioniert das? Das ist doch nicht lustig, wenn ich das einfach schaffe. Das ist fick, Mann. Oh, ich hab ein schlechtes Wort gesagt. Also, wie ich schon 7000 schlechte Wörter gesagt habe. Perfekt, Digga. Zum Wohl, falls wer noch hat. Zum Wohl.
Oha! Was? Ich habe einfach gerade geschafft, das in der Pfanne so zu werfen, umzudrehen. Nummer 2. Oha, was? Ich bin einfach insane. What the fuck, Alter? Ballert! Ja, wo bin ich denn so früh? Scheiße! Oh, Glenn, das stinkt, oder? Sorry, Samuel! Also, der hier ist jetzt schwärzer als Kohle. Wir haben jetzt ein Upgrade. Wir haben jetzt 3 Pfannen. Digga. Aber die beiden sind noch nicht heiß. Ich warte mal so ein Stückchen. Mach erstmal Kiefer auf. No homo. Luft! Berliner Luft! Der hat einen Schlüssel. Der ist drin. Bliat! Der Teil ist richtig. Bliat! Hä? Ja! Auch Spaß. So, jetzt haben wir ein Triple. Was? Wir machen jetzt 3 Pfannkuchen, das wird so schief gehen. Oh mein Gott, Alter. Ja. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Triple. Ich wollte noch nie jemanden tun. An der Stelle muss ich jetzt mal hexen. Ich verkacke das ja komplett. Also, komplett ist ein Überstellen. Aber ich meine, guck mal, wie dieser Teller aussieht. Das ist alles am Rand, Alter. Holy shit. Ich reibe das auch nicht mit Butter oder so ein. Mann, normalerweise reiben wir das ja mit Butter ein oder so, damit die nicht miteinander kleben. Aber es ist irgendwie so ein anderes Rezept. Die sind so ein bisschen dicker. Das ist so ein dicker Elif-Tour. Ich helfe jetzt dicker Elif-Tour. Ich höre dicker Tour. Dicker. Dicker. Wenn du das nicht verstanden hast, Pech. Ballert! Das beschwört! Nein. Ich bin langsam tatsächlich wirklich ein bisschen dicht, Alter. Ich hab irgendwie so ein bisschen Angst, dass ich mich töte hier gleich. Also will sein. Das war clean! Oha! Dieser Moment, wenn du zu viel Berliner Luft getrunken hast. Ist gar nicht tatsächlich gar nicht so scheiße, wie man denkt. Ich sag dir jetzt halt scheiße und so ein Scheiß, aber es ist wirklich so scheiße, weil es ist eigentlich scheiße. Die Scheiße, auf die Scheiße, und die Scheiße ist scheißig. Die Scheiße ist scheiße. Junge, halt dein scheiß Maul. Ich koche Pfannkuchen, sind das Blinchiki, la 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 la, yeah! Nein! Nein! Nein, Schluss! Ja, aber das. Clean, Alter! Also guck mal, diese Seite sieht ja so nee, verbrannt, es ist ein bisschen braun, so ähnlich wie Kokosnüsse zum Beispiel. Aber die andere Seite sieht ja eigentlich gut aus, wenn ich jetzt zum Beispiel... Oh, nee, scheiße, scheiße, alle guten Dinge sind... Oh Gott! Je suis
je m'appelle Gleb Varkentin, j'ai oublié le mot pour cooking. Je suis cooking les pancakes. So, das sieht so aus, als wäre das einer der letzten. Du weißt schon was? Du? So, als ob nur eine Person meinen Channel schauen würde. Als ob überhaupt eine Person meinen Channel. Der Rest hier, der reicht nicht mehr für so einen ganzen Pfannkuchen in der großen Pfanne, deswegen macht das die große Pfanne aus. Das interessiert natürlich alle brennend, die dieses Video schauen, denn ich bin natürlich nur der beste Entertainer, weil ich entertaine wie ein Entertainer. Ich bin Entertainment-Mensch, ich arbeite in einem TV-Bereich, ich entertaine als Entertainment-Mensch in einem TV. Ich habe tatsächlich Comedy-LK gewählt damals in der Schule. Das ist eine meiner Passions, weil ich habe einfach wirklich Comedy studiert, das war richtig geil. Wo ich in der Schule war, egal ob ich in der Schule war, ich habe einfach Comedy. Ich glaube, das reicht von meinem Scheißgelaber. Hab den Booty auf, ich hüpf durch die Nacht. AirPods in meinem Mund, nicht lauf. Mit dem Booty Call. So, meine Hamen und Derren, das ist der letzte Bit of Teig, den ich habe. Es wird jetzt in die Olga geballert, wie zum Beispiel eine Sch. Wow, Alter. Also, Digga. Der bounced ja irgendwie. Wow. An der Stelle sind die AirPods einfach in meinem Mund. Oh, lol. Lol. Was heißt Haar? Also, meine Damen und Herren, sieht das aus wie ein Blümchen? Das nennt sich auf gut Deutsch eine Missgeburt. Wisst ihr, wie ich das weiß? Ich habe 4 Jahre lang an der Universität Riga, Stradins, studiert. Dort hatte ich Medizin und dort habe ich gelernt, dass Missgeburten genau so aussehen. Wenn ihr auch an der Uni Stradins Medizin studiert, schreibt mal einen Kommentar. Vielleicht kann ich euch ja Nachhilfe geben, was Missgeburten anbegeht. Anbegeht? Ja, also an der Stelle reicht es mir auch einfach. Das Ding ist, ja, roh ist ein Overstatement, würde ich sagen. Es geht wahrscheinlich fit. Versuche ich jetzt vergeblich diesen Herd auszumachen irgendwie. Das werde ich vielleicht outfiguren. Also tatsächlich war es das jetzt auch mit dem Kochen. Ich habe alle Pfannkuchen gemacht, die ich Teig hatte. Hier ist jetzt einfach so 0, gar nichts mehr drin. Also so 3,5 Tropfen, aber ich meine 3,5 Tropfen sind halt nicht 7000 Tropfen, die man für einen, Pfannkuchen braucht. Deswegen, also an der Stelle muss ich einfach nur sagen Folgendes. Und an der Stelle bin ich bei mir komplett raus. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch jetzt gefallen hat, will ich echt wissen, was ich in diesem Schnittprogramm gemacht habe, Alter. Das ist, ich meine, es hat ja einfach geklappt. Das ist ja nicht lustig, Mann. Also, ich habe einfach gut gekocht. Welches Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kommentar für den Algorithmus da, sonst werde ich nicht gealgorithmust. Was? Wir werden jetzt erstmal mies weitersaufen und dann morgen früh um irgendwie 8 Uhr diese Pfannkuchen. Ne, 9 Uhr, 8. Digga, was? Wir haben gerade 1 Uhr 2. Ich hoffe, ich wache morgen auf und bin nicht komplett dicht. Das wäre eigentlich optimal, Dicker. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, Nachmittag, Mittag, wie auch immer. Tschüss! Tschüss! Abgesehen davon, dass es jetzt stinkt wegen deinem verbrannten Bildschirm. Halt dein Maul, Samuel!